Über dieses Geräusch freute sich Roland Schneider am Mittwoch ganz besonders. Und zwar, weil es diesmal eben nicht zum nächsten Einsatz ging, sondern zwei neue Fahrzeuge auf dem Hof der Berufsfeuerwehr Dessau begrüßt werden konnten. Insgesamt konnte Bürgermeisterin Sabrina Nussbeck drei Fahrzeugschlüssel überreichen, wobei ein Fahrzeug bereits in Roßlau sein neues Einsatzgebiet gefunden hat. Zwei neue Mannschaftstransportwagen und ein nagelneuer Einsatzleitwagen sollen nun die Feuerwehr bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Sabrina Nussbeck erklärte, warum die routinemäßigen Neuanschaffungen wichtig sind. Die Feuerwehr muss immer in kürzester Zeit zum Einsatz. Die muss mitunter nicht nur Sachen retten, sondern auch Leben retten. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass sie immer über moderne und einsatzbereite Technik verfügt. Und die Technik durch die vielen Einsätze verschleißt natürlich und deshalb muss sie auch regelmäßig erneuert werden. An die 16.000 Einsätze hatte der alte 1998 erbaute Einsatzleitwagen auf dem Buckel. Nun wird er vom neuen VW T5 Baujahr 2013 abgelöst und soll die Arbeit erleichtern. Dafür ist er bis zum Dach mit modernster Technik ausgestattet. Das mobile Büro auf Rädern verfügt über Navigationssystem und Internetzugang. Zudem können Dienstpläne und Informationen zu Brandmeldeanlagen, Grundrissen und Einsatzunterlagen binnen Sekunden abgerufen werden. Mithilfe der eingebauten Wärmekamera lassen sich die Brandherde in Gebäuden schneller ausmachen. Und Zeit kann lebensrettend sein. Auch wenn es die letzte 24-Stunden-Schicht von Feuerwehr-Urgestein Bernd Schicker war, ließ er es sich nicht nehmen, die Neuerungen selbst zu erläutern. Alles in allem ist die Feuerwehr in Dessau technisch auf einen hohen Ausrüstungsstand. Oh, der ist sehr, sehr modern, möchte ich sagen. Wir haben in den letzten Jahren richtig zulegen können aufgrund eines Fahrzeugentwicklungskonzeptes. Wir wechseln die Fahrzeuge regelmäßig aus nach einer entsprechenden Jahreslaufzeit. Und ich denke mal, dass da die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Feuerwehren insgesamt sehr gut aufgestellt sind. Während der neue Einsatzleitwagen mit 123.000 Euro zu Buche schlägt, sind die neuen Mannschaftstransportwagen für bis zu 8 Personen mit insgesamt 60.000 Euro vergleichsweise preiswert. Schneider lobte die unproblematische Bereitstellung von Neuerwerbungen durch die Stadt und die Stadträte, seien sie doch genauso wie die Feuerwehr selbst an der Sicherheit in der Stadt interessiert. Dennoch bleibt zu hoffen, dass die neuen Fahrzeuge zu so wenigen Einsätzen wie möglich gerufen werden.